Ja, Leute, herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute da draußen bei Tropico 6 und der zweiten Mission, ebenfalls auf schwer. So, wir starten die Mission. Ihr seht, ich habe sie bereits auf schwer abgeschlossen. Ich erkläre euch gleich, warum. So, aber erstmal wollen wir hier ins Spiel. Hi. So. Ja, Zeit ist kostbar. Wollen wir nicht. Hier hören wir auch nicht zu. Änderung wird bestätigt und Präsident. Los geht's. Ja, was ist passiert? Und zwar, ich habe die Mission hochgeladen gehabt bereits und dann sagt mir auf einmal einer der Musikurheber, ja nee, ich will nicht, dass ihr das veröffentlicht. Und im Anschluss habe ich dann herausgefunden, dass ich auch, das Ganze so einstellen kann, dass die Musik eingestellt wird, sodass ich sie beim Streamen auch benutzen darf. Ja, leider wusste ich das vorher nicht und ich bin auch ein bisschen verärgert darüber, dass sie das Video komplett gesperrt haben. Meine Werbung schalten sowieso nicht. Aber was will man machen? Da bin ich dann doch noch angebunden. Und ich wollte da jetzt auch keine großen Urheberrechtsanfechtungen machen, weil die Rechte an den Titeln habe ich. Ich mit Calypso die Vereinbarung habe. Zumindest hat die eigentlich jeder, steht ja bei denen auch auf der Homepage, dass es gestattet ist. Naja. Guten Tag, Präsidentin. Guten Tag. Ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Können wir aber jetzt nicht ändern, deswegen machen wir es eben neu. So. Moment. Wir brauchen noch ein paar andere Gebäude und zwar mehr Transportbüros. Dann brauchen mein wir Kunde noch hat ein starkes Interesse an Rum. Das habe ich gemacht. Ein Baubüro, damit wir mehr Arbeiter haben. Ja, ich habe was gelernt in der Zwischenzeit. So. Wohnhäuser. Fangen wir mal damit an. Dann wollte er noch Schutztürme haben. Schalten wir frei. Ein dahin. Ein dahin. Ein dahin. Ist auch das erledigt. Dann brauchen wir weiter noch ein paar Plantagen. Weiß nicht, wir bauen erstmal eine Mine. Wo waren die denn? Ressourcen. Denn hier unten haben wir einmal eine Goldmine zur Verfügung. Die bauen wir so hin und dann noch etwas weiter unten. Da haben wir noch eine Erzmine. Das Ganze muss natürlich auch an Straßennetz angebunden werden. So passt das. Und dann bauen wir hier noch eine Straße. Dann sind die zufrieden. So, das wird gleich gebaut, da bin ich mir sicher. Warum läuft das schon wieder nicht weiter? Dann brauche ich, damit die Leute auch ein bisschen intelligent werden, nicht so wie ich, eine Highschool. Damit sie glücklicher werden, nehmen wir noch einen kleinen Laden dazu. Der ist, wo war der schon wieder? Welches ist das Gebäude? Ist doch unter Unterhaltung, oder nicht? Irgendwie nicht, da ist er. Und damit sie auch ein bisschen an mich glauben, bauen wir noch eine Kirche dazu. So, damit haben wir jetzt erstmal ein paar Sachen in Auftrag. Nebenbei nehme ich noch ein paar weitere Plantagen. Da gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was anderes anbauen. Bananen sind doch auch geil. So, damit die Leute auch brav Verstopfungen kriegen. Ananas. Zucker. Aber, ja. Tabak können wir hier hinbauen. Kommen wir mal nach Kaffee. Kaffee ist immer wichtig. Wo ist meiner eigentlich schon wieder? Baumwolle. Das machen wir dahin, denn dazwischen kann ich dann jetzt eine Farm setzen mit Schafen. Gut, braucht auch so gutes Aussehen. Gute Nachrichten, Präsidente. Mein. Okay. Da neben der Plantage hätte ich jetzt gerne noch in der Industrie eine Textilfabrik. Dann wollte die eine Piratenbucht, die finden wir hier. Und da hinten haben wir noch einen kleinen Hafen. So. Das Ganze wird natürlich dann auch sofort mit einer Straße verbunden. Let's go. Vielleicht sollte ich die Leute jetzt doch mal langsam ein bisschen bauen lassen. Der Palast hat heute eine neue Weltkarte herausgebracht.
Offenbar haben Alliierte und Achsenmächte an Boden verloren, während Tropico die Antarktis und Grönland annektiert hat. Ja, läuft bei denen, würde ich sagen, so ein bisschen. Okay, meine Zustimmung ist wie immer voll kaputt. Wir haben viel zu viel nicht Arbeiter aktuell. Deswegen wird es Zeit, dass wir auch die Gebäude fertig werden. Und ich guck mal, wo mein Kaffee ist. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr raus. Aber bei dem Wetter ist das kein Wunder. Die Sonne scheint. Irgendwie so eine Allergie. So, jetzt sind wir natürlich im Minus. Aber das regelt sich jetzt gleich. Jetzt muss erstmal hier alles nur fertig werden. Ja, alles hübsch hier. Was wir in der Zwischenzeit machen könnten, wäre mal schnell schauen, ob wir irgendwas verkaufen können von den Sachen, die wir schon herstellen. Tabak stellen wir zum Beispiel her. Nee, tun wir nicht. Zucker stellen wir her. Verkaufen wir mal Zucker. Ist aber nicht so wichtig, habe ich festgestellt, dass wir hier das Geld über den Handel machen. Das sieht alles gut aus. Ich habe nichts gegen den großen Boss. Aber man kann keine Eintrittskarten für die Kirche verkaufen. Fälle bauen wir eh nicht. Ich habe es versucht. Reiche Bürger können wir machen. Dann Verordnung. Nee, das war unter Verfassung. Wahlrecht. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Option, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. Seien wir ehrlich. Es ist besser, zu den Alliierten zu gehören, als zu den Achsenmächten. Sie werden ein Alliierter sein. Und kein... Gut gemacht, Präsidente. Ich bin froh, dass Sie helfen können, Präsidente. Verflucht frustrierend. Exporte, Press. Wer liebt Käse, Exporte nicht? Toll, Hammer, Waren verlassen den Hafen, Geld kommt zurück. Ja, so ist das richtig. Wie gesagt, ich mache mir jetzt keine Gedanken um das Geld, weil ich hier eine riesen Infrastruktur aufgebaut habe. Die wird auch gleich anfangen zu laufen. Mit jedem Gebäude, was fertig wird, werden wir mehr Geld machen, das ist ganz klar. Aber es dauert einen kleinen Moment. Ja, so, hier haben wir noch eine Grundstadt. Die war vorgegeben, ganz klar. Worauf ich hier das Augenmerk lege, ist halt, dass ich sehr viel Wirtschaft baue. Wie gesagt, die Farmen müssen halt fertig werden. Und die verkaufen dann auch automatisch. Wir dürfen nur nicht auf minus 50.000 kommen, was ich gerade so ein bisschen sehe. Okay, jetzt nicht mehr, da ist ein Frachter mit viel Geld gekommen. Man merkt doch, dass die Farmen jetzt ein wenig mehr produzieren an Geld. So, wir brauchen auf jeden Fall dann gleich noch weitere Transportbüros. Denn es ist wichtig, dass von den Farmen genug Fahrzeuge auch verfügbar sind, die die Sachen hin und her fahren. Sonst werden wir mit dem Geld auch nicht weiterkommen. Ich baue dann hier vorne neben hier zwischen vielleicht noch eins oder dahin. So, dass die zwei noch nicht so weit sind, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Transportbüros sind das nächste Wichtige auf jeden Fall. Oh. Aha, lecker Kaffee am Morgen. Hi, Press. Junge, fühle ich mich heute gut. So, das Problem ist, die Feuerwache müssten wir eigentlich wirklich bauen. Wenn es nämlich brennt, haben wir ein Problem. Oh, da kommen Wohnhäuser. Die sind aber noch nicht ganz voll, deswegen ist das auch okay. Das sind schon welche drin im Haus. Warum ist das eigentlich alles hier braun? So, gleich müsste aber wieder ein Frachter kommen, der mir ein paar Einwohner mehr bringt. Ja, da kommt schon wieder einer. Hey, los! Bring mir mal Geld. Das dürfte einer sein bis 15.000, denke ich. Und? Ja, 19.000. Läuft doch. Dann, damit wir noch mehr einnehmen, werde ich das Transportbüro bauen. Das brauchen wir hier nicht. So, und dann gucken wir mal, ob wir die Feuerwache uns schon leisten können. Die ist hier hinten. Ja, das können wir nicht leisten. 4, 5 bis 10.000 können wir ins Minus gehen. Das ist dann kein Problem. Ja, ich mache mal hier sogar einen schnellen Bau. Denn, wie gesagt, es ist echt wichtig, dass wir da genug Leute haben, die die Sachen hin und her fahren. Da haben wir jetzt auch schon zwei Arbeiter drin, schwankt zwischen drei und vier.
Na gut. Und damit ist das nächste Gebäude fertig. Ich muss sagen, ich bin soweit zufrieden. Der nächste Frachter ist durch, dann können wir uns jetzt auch um die Feuerwehr. Ah, so nicht. Ah, da müssen 200 Gold fehlen, das ist doch doof. Aber ich habe eine sehr hohe Zustimmung noch. Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit. Okay. Ich möchte, dass wir noch eine Kirche bauen. Dabei steht da schon eine, die merkt auch gar nichts mehr, die Frau. Dann wollen wir mal schnell Kirchengebühren einführen. Wir bauen eine Strafkolonie, kostenloses Boden für den Notfall. Die Bibliothek interessiert mich nicht. Das nehmen wir nochmal raus. Oh, es hat ja alles gelöscht. Bist du doof? Dann machen wir es so rum. Ach, die sind schon fertig. Ja, wunderbar. Wir müssen wieder auf ein Schiff warten. Dann gucken wir mal, wo bleibt das? Atombomben! Fakt oder Fiktion? Ja, das fällt ja weg. Tropikos Wissenschaftler sagen, wir begreifen die Physik nicht. Der Palast sagt, strengt euch gefälligst an. Ja. So, mit dem Schiff dürfte es dann aber aufgehen, dass wir die Feuerwache endlich bauen können. Hoffentlich. Nee, immer noch nicht. 500 Gold fehlen. Wie gesagt, wird gleich passieren. Ich hoffe nur, dass bis dahin nicht irgendwie ein Feuer ausgebrochen ist. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten, Präsidente? Nein, die will ich nicht verwerfen, ich will sie annehmen. So. Das kriegen wir hin. Das dauert allerdings ein bisschen. Da müssen die Leute erstmal alle zur Schule und irgendwie haben die da so keine Motivation zu. Nächstes Schiff wird's regeln, bin ich mir sicher. Da kommt es auch schon. Die Piratenbucht wird gebaut. Ist hervorragend. Dann können wir nämlich da auch nochmal ein paar Missionen starten, die uns ebenfalls Geld einspielen. So, da ist sie fertig. Und dann wollen wir mal direkt auf Schatzjagd gehen. Ah, hier denk mal drei Stück. Und damit bauen. Geht's jetzt auf? Wenn wir schnell genug sind, bestimmt. Passt da nichts zwischen. Dann bauen wir sie. Dahin. So. Gut. Die geht auch an den Start. Damit haben wir die nächste Quest geschafft. Was sollten wir das? Ach, die sollen rum exportieren. Ja, mein Gott, dann machen wir das, wenn denn unsere Route irgendwann mal frei wird. Das dürfte aber noch ein klein bisschen dauern. Wir haben exakt 0 transportiert, also wir sind schon echt gut, muss ich sagen. Werde ich dann für 1000 einfach die nächste Route kaufen und dann regeln wir das mit dem Rum schon. Aber dafür müssen wir nochmal aus den Schulden ein kleines bisschen mehr raus. Aber El Presidente wird das regeln. So, noch 50.000 mehr Schulden, dann haben wir meinen Kontostand erreicht. Nein, Spaß. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Danke. Hier ist es immer für mich wichtig, dass ich da auf den Ruf achte. Warum hat denn das Schiff so wenig gebracht? Was ist da los? Vermutlich ist das eins der Exporte, die wir hier am Laufen haben, doch nicht. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Okay, die sind noch nicht voll besetzt, die Plantagen. Vermutlich deswegen. Dann gehen wir wieder zum Hafen, gucken, wann unser Schiff kommt. Da ist es. Ich weiß gar nicht, wohin fahren die eigentlich ganz aus der Karte raus? Mal kurz gucken, boah, wie weit das runter geht. Hier ist Ende. Das Schiff kommt gerade an. Ja, das hat mir auch kein Geld gebracht. Ja, hier vorne ist es aufgetaucht. Da, wo das jetzt ist. Wegfahren tut es, glaube ich, einen längeren Weg. Ah, Polizeiwache, das ist alles egal eigentlich. Brauchen wir im Moment nicht. Werden wir natürlich für die Quest nachher brauchen, ganz klar. Aber jetzt im Moment macht es wenig Sinn, da eine Polizeiwache zu bauen. So,
So, jetzt wäre es aber mal langsam wieder schön, wenn ihr doch... Oh, da wird hier Waren angeliefert. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So, Schiff herein. 21.000 hat er gebracht. So, aber was man jetzt merkt, auch das nächste Schiff wird eine große Summe werden, da diese Transporter alle schön brav hier runterfahren und die Waren hier ranliefern. Deswegen ist das echt gut, dass wir da so viele von gebaut haben. Da kommt das nächste Schiff schon wieder und bis dahin dürfen hier unglaublich viele Waren liegen. Pass auf. Wir sehen jetzt hier übrigens im Lager, das habe ich herausgefunden, wie viele Sachen denn eingelagert sind. Also wir könnten bis 10.000 von allem, von den Waren, die wir auch exportieren, hier quasi einlagern. Und die werden jetzt gleich auch mit dem Schiff so gut wie alle verkauft, wenn nicht sogar alle, bin ich gerade nicht ganz sicher. So, sogar alle. Und da haben wir dann schon wieder 9.000 gemacht. Also seht ihr daran auch wieder, wie wichtig das ist, dass wir wirklich genug Transporter zur Verfügung haben, um die Lager schnellstmöglich voll zu machen. So. Klar, im Handelsbildschirm könnte man natürlich noch die Sachen weiter hochsetzen. So, der Rum wird jetzt auch exportiert, obwohl wir den eigentlich verkaufen sollten. Und man muss dann halt auch mal schauen, dass man Waren hat, die wertvoller sind, weil die ja unterschiedlich viel kosten und davon ist dann auch der Preis abhängig, was du natürlich einnimmst in dem Moment. Verarbeitete Sachen sind grundsätzlich mehr wert, die sind das erste Mal wieder im Plus. Das heißt, wenn wir jetzt hier Textilie verkaufen würden, hätten wir davon ein bisschen mehr mit der Textilfabrik. Da liegen auch so unzählig viele Sachen rum. Ich werde jetzt noch ein weiteres Transportbüro erstmal bauen. Einfach, dass wir noch schneller mit dem Transport Waren wegbringen. Das können wir dahin bauen. Und dann sollten wir noch andere Sachen bauen, sowas wie Käse exportieren. Das müssen wir aber freischalten. Und wir brauchen mehrere Gebäude dafür. Deswegen lassen wir nochmal die Fingerchen ein bisschen von. Was mache ich denn ansonsten noch? Ich glaube, ich werde... was mache ich denn? Ich werde eine Schiffswerft bauen. Ich könnte noch eine Highschool bauen, um die Bildung noch schneller hochzukriegen, die ein bisschen abgefallen ist. Dann könnte ich... Ja, ich könnte so viel machen aktuell. Ich überlege gerade. Deswegen lassen wir das mal ganz kurz so. Flugzeuge haben die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem ja, ich weiß, was wir machen. Keine Luftwaffe. Und zwar, Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen. Dann kriegen wir auch welche. Rum ist eine Katastrophe. Da gehen wir mal kurz nach Waren sortieren lassen, damit ich den finde. Ist mit minus 90 da. Werden wir mal 250 von verkaufen. Denn danach kriegen wir dann eine Mission, wo wir Rum sehr gut verkaufen können. Das Gebäude ist auch schon fertig. Da fahren sie auch direkt los. Hervorragend. Forschung haben wir frei. Wir haben alles geforscht, was wir forschen wollten. Dann möchte ich mal ganz kurz in der Politik ein bisschen weitermachen. Autos für alle wäre noch so eine ganz nette Sache. So. Ich denke auch, dass wir jetzt den großen Punkt erreicht haben, wo wir ein bisschen mehr Geld einnehmen. Wir sollen noch eine Handelsroute, Import mit den Alliierten machen. Okay, komm, das kriegen wir hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Die Schmugglerhandelsroute ist, genau, Export rum, läuft gerade. Ansonsten bin ich erstmal zufrieden. Das sage ich so oft. Wo ist mein Schiff? Da kommt wieder Geld. Und das, obwohl wir schon im Fluss sind. So, der Hafen ist jetzt mittelmäßig beladen, ja. Ah, das geht. Das ist eine Menge, glaube ich. Seht ihr? Wieder weiter. Plus. Meine freiberuflichen Vertriebsexperten, die USA, haben sich entschieden. Rum exportieren. Die Welt befindet sich im Krieg, Präsidente. Waffen exportieren, da müssen wir eine Menge aufbauen dafür. Aber das lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Für diese Rum-Exporte müssen wir gar nicht Rum über eine Handelsroute exportieren. Das reicht aus, wenn die Transporter die Sachen auch runterfahren. Deswegen da erstmal keinen Stress machen. Wir müssen aber weiter bauen. Und zwar, hier war das Bergwerk. Kohle. Das da. Und dann brauche ich hier oben noch
diesen Rohstoff, das ist Nickel. So, jetzt habe ich es aber. Ich dachte schon, ich kriege das gar nicht mehr hin. So. So. Und dann einmal bitte da dran. Sehr schön. Dann kommt hier noch ein Transportbüro hin. Hier unten muss ich das Ganze natürlich auch in der Straße noch anbinden. Die brauche ich doch noch ein bisschen länger. Ich möchte nämlich da eigentlich keinen Knick drin haben. So. Gut, das hat gepasst. Das ist angeschlossen. Dann kann ich hier auch noch die nächsten Sachen, zum Beispiel so ein Stahlwerk bauen. So. Und das andere kann ich mir gerade nicht leisten, die Waffenfabrik. Die kostet 27.000, alles zusammengenommen zumindest. Aber jetzt haben wir erstmal wieder was zu tun. Ich halte eine großartige Rede. Die Leute sind unzufrieden mit dem Spaß. Ich lobe die Religiösen, immer das Schlechteste. Und Rede meine gehalten. Freunde, ihr seid die Auserwählten, für die keine Entbehrung untragbar ist. Wahre Bürger Tropicus, eure Leiden sollen belohnt werden. Mit nun noch ein wenig mehr Anstrengung. Ist mein Volk gelangweilt? Lasst euch vom Präsidenten unterhalten. Nichts macht mehr Freude. Lasst Präsidenten eure Freude sein. Ihr könnt das Leben nicht genießen. Lasst Präsidenten es für euch genießen. Während wir aufblühen, soll Gott unsere wunderschönen Küsten nicht verlassen. Unsere spirituellen Freunde garantieren das, weswegen wir in ihrer Schuld stehen, in diesem Leben und dem nächsten. Wählt also El Presidente für die Zukunft, die ihr verdient. Ihr alle, Viva Tropico! Gut, wir haben die andere Sprache gehört, ein bisschen eingeschleimt, weil wir immer noch im Minus sind. Aber das Schiff dürfte jetzt wieder eine Menge Geld reinbringen. Und ich hoffe, beziehungsweise ich denke, wenn die Kirche jetzt fertig ist, kriege ich nochmal 5% Ruf bei denen dazu. Und ich werde auch nicht hingehen und die Stimmen des Volkes unterdrücken. So, ich wusste, dass sie das Richtige tun würden. 5% bei den Religiösen. Und für das haben wir bereits erforscht. Sind wir aber erstmal im Plus. Das heißt, wir können die, nicht die Verfassung, wir können eine Last einsetzen, ja. So, dann wären sie zwar noch ein bisschen unzufriedener, aber da müssen wir durch. Jetzt brauchen wir natürlich noch was für die Gesundheit. Dann brauche ich noch ein bisschen was anderes. Ich werde nämlich noch eine Schule bauen. Die war... Dort, nee, da nicht. Da war sie sowieso nicht. Da ist sie, Highschool. Alles klar. So, damit auch hier unten diese paar Pinökels ein bisschen an Intelligenz dazu gewinnen. Hier ist noch Platz drin. Vielleicht könnten wir auch hier noch eine Highschool hinsetzen. Das wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Machen wir das so. Und dann können wir dazu eine Straße rausbauen. Da irgendwie. Ich hoffe, die ist nah genug dran. Was wollt ihr? Euch fehlt an irgendwas. Der offiziell bekannt gegeben, dass wir den Krieg definitiv gewinnen. Bleibt dran, um zu erfahren, auf wessen Seite wir aktuell stehen. Ich finde das so geil. So. Also, wir sehen, wir haben schon 1200 Alkohol exportiert. Wir stellen jetzt ebenfalls auch Stahl her. Deswegen haben wir Kohle und Eisen angeschlossen. Und zwar hier unten ist, wie gesagt, Eisen. Und da ist dann die Kohle. Somit wird das Gebäude dann auch gleich beliefert werden. Da wäre nochmal ein weiteres Transportgebäude vielleicht nicht gerade das Schlechteste. Aber ich denke, Moment, wenn wir mal nachgucken, dass den Ball weiterlaufen. Ja, wir haben noch zu viele freie Arbeitsplätze. Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsidente? Das nehmen wir an. Die Feuerwache sollte man gleich bauen können. Da kommt nämlich gerade das Schiff, was uns noch mal ein bisschen Geld in die Kasse spült. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger... Nee, freie Wahlen, die werden trotzdem für mich stimmen, da bin ich mir sicher. Dann bauen wir jetzt noch eine Feuerwache. Die war dort. Dann bauen wir hier unten eine hin. So,
kann mir nicht vorstellen, dass mein Volk gegen mich ist. So. Ist ein Risiko, natürlich, wenn ich das jetzt so mache. Aber da muss ich erstmal durch. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu... Gut, bei den Kapitalisten und ich bin bei 60. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Ja, wunderbar. So habe ich mir das gedacht. Okay, wir sind 17.000 im Minus. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das an, als wären die bestochen worden. Präsidenten zufolge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. Ja, läuft bei euch. So, wir hatten ja jetzt noch hier die andere Sache, die will ich nämlich wieder rausnehmen. Obwohl, wir hatten das gesagt, irgendeiner wollte, dass wir das zu Ende forschen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall als nächstes erstmal auf die Waffenexporte noch. Und danach werde ich dann hier mit der Polizeiwache weitermachen. Wobei, ich könnte erst mit der Polizeiwache weitermachen, weil die bringt auch eine Menge Geld. Das machen wir hier unter Sicherheit. Wir brauchen ein Gefängnis, das können wir uns aber noch nicht leisten. 12.000. Nächstes Schiff. Da kommt es auch schon. Kommt mal rein, da ist es. Und dann wird hier ein Gefängnis hingebaut. Und zwar bei euch das erste Gefängnis hierhin. Wir kommen dann gleich zu dem Punkt, warum ich das mache. Ist also nicht grundlos. Dann hier eine kleine Straße mit dran. So. Schön hier hoch. Und bis dran. Jetzt müsste das eigentlich reichen, so dass das Gefängnis dann angeschlossen ist. Hier baue ich natürlich auch ein Transportbüro hin und da baue ich dann auch ein paar kleine Hütten hin. Eins. Okay. Zwei. So, muss reichen. Dann eine weitere Straße. Naja. Nur schon mal, dass ich den Platz gehalten habe. Und ich werde da auch die Unterhaltung noch eine Taverne hinbauen. Hier kommt wenigstens eine hin, hinten habe ich keine. Und natürlich dauert das jetzt einen kleinen Moment, bis das hier alles gebaut ist. Das ist ganz normal. So, wir sind im Minus. Wie die meiste Zeit, die wir benutzen und die wir hier spielen. Wird schon. Wird. Denn jetzt kommt wieder ein Schiff mit viel Geld. So 20.000 schätze ich bei dem Schiff. Wenn nicht sogar mehr. Nein, ja, fast 30.000. Da sagt man perfekt zu. Was brauchen wir? Und zwar eine Polizeiwache. Die soll dann auch irgendwo hier hin, wo die Leute sitzen. Machen wir die dahin. Kann auch ein bisschen dauern, bis sie fertig ist. Das ist total egal an der Stelle, aber da wird sie auch direkt gebaut. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident! Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen! Ich baue die Kaserne. So, haben wir so ein Militär. Kaserne muss erforscht werden und dann wird sie auch direkt gebaut. Wo bauen wir den am besten hin? So, dann haben wir unsere Kaserne. So, Überfall ist abgeschlossen, da haben wir aber noch Zeit. Unsere Militärmaschine. Irgendwo eine neue Quest, dachte ich. Verwerfen. Ja. Irgendwie nicht. Hatte ich so ein Gefühl gehabt. Kann ich nicht ändern. Ja, Alkohol ist auf jeden Fall gleich fertig. Wie sieht's aus? Ja, hier arbeiten sie auch inzwischen ganz gut drin. 20% Zustimmung, da läuft bei uns. So, die Kaserne ist auf jeden Fall fertig. Durch. Wundervoll. Schließlich ist getan. Präsident, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Dank Ihnen werden wir unsere Streitkräfte und Anstrengungen verdoppeln und unsere Erwartungen halbieren. Okay. Schön, wie nett die das mal sagen. So, wir sollen ein Gefängnis bauen, das habe ich ja hier auf dieser Insel bereits in Auftrag gegeben. Da muss aber der Hafen fertig werden und dann werden die jetzt auch gelb, weil jetzt sind sie zu erreichen.
da bin ich auch dann einverstanden auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch nebenbei weiter wollen. Ich hätte trotzdem gerne noch mehr Geld zur Verfügung. Dafür Käse in der Molkerei gemacht, theoretisch schon, ne? Aber wir haben keine Rinder. Oder keine Schafe, ja. Deswegen ist das eigentlich eine blöde Situation. So, da kommt das nächste Schiff. Geld geht ins Plus, langsam aber sicher. Da ist das auf Stufe 2 und das will ich sofort auch wieder rausnehmen. So. Für irgendwas brauchte ich das auf jeden Fall auf 2. Das Ding ist halt, dass dadurch die Zufriedenheit der Leute runtergeht. Und das möchte ich da ehrlich gesagt vermeiden. Ich baue mal hier noch eine Straße zwischen. Ah, das passt nicht. Habe ich ja super wieder geplant. So. So. Schön alles in meinen Ecken bauen. Man kennt mich. Sind die alle voll? Ja, die sind alle voll. Dann werde ich hier noch ein paar Baracken bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, geht nicht. Cool, ich habe kein Geld mehr. Ich bin schon wieder pleite. Hallo, Schiff. Bring mir mal Geld. Oh, da kommt schon wieder mein Geld. Wie weit ist das Gefängnis? Das ist im Bau. Ja, hervorragend. So, dann ist die Quest auch erledigt. Sehr schön. Oh, das sieht aber ganz schön kriminell aus hier. Die Genossen sind rastlos, Präsidente. Gut gemacht, Präsidente. Danke. Besten. Ich freue mich sehr über Ihre Hilfe, Präsident. Okay, ich helfe gerne. Und zwar, ich habe es ja schon erforscht, die Verordnung Autos für alle. Dann brauchen wir jetzt das Zollamt. Das findet sich an der Stelle und das können wir uns sogar leisten. Das bauen wir jetzt einfach mal hier zwischen. Hauptsache, wir haben es. Dann wäre das nämlich auch erledigt. Dann geht's bald weiter. Naja gut, wir sind erstmal noch zu weit im Minus. Ja, man muss halt Geld investieren und so hoffen, dass man weiterkommt. Ich hätte natürlich auch zwischenzeitlich mal ein bisschen mehr Geld sparen können. Und nicht das dann immer direkt wieder für neue Gebäude raushauen. Wird ja auch noch demonstriert. Ja, wunderbar. Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen Captain Tropico auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Morana, ich will auch so ein Maskottchen. Wo ist mein Maskottchen? So, ich gucke nebenbei darauf, dass das Zollamt fertig wird. Da steht's auch schon. Aber alle Erfolg. Es gibt eine Verbrechenswelle, Präsidente. Ja, das ist Kriminalität ist der. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall gerade Geld. Dann gucken wir einfach mal wieder, was unser Hafen so macht. Ich hoffe, der hat auch genug Leute hier. Da muss ich aber sagen, ich vermute ein wenig zumindest, dass wir. Okay. Da kommt das Schiff. Dass wir zu wenig Transporter haben, um die Waren hier hinzukriegen. Zumal die ja auch gerade viele unterwegs waren, um zu bauen. Aber wir sind im Plus. Also bauen wir mal ein weiteres Gebäude. Bau, Unterhaltung, Restaurant, Freiheiten, zack. Präsident, ja. Unsere Militärmaschinerie. Es ist unsere Genossin. Ich habe gerade irgendwie so schnell geklickt, dass ich selber nicht weiß, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall, das Gebäude muss gebaut werden, das weiß ich. Jetzt brauchen wir noch den Bau einer. Nein, die baue ich jetzt mal nicht. Der Plan verläuft gut, Presidente. Jetzt! Ja, das passiert von alleine. Da muss ich mich nicht wirklich drum kümmern. Scheinbar sind Sie der große Kopf eines kriminellen Imp. Ja, wenn du das sagst, bin ich das bestimmt. So, Zeit weiterlaufen lassen und dann gucken wir mal bei der Bank. Die kostet uns 22.500. Muss ja, wie gesagt, erst freigeschaltet werden. Das können wir uns jetzt gerade leisten. Das machen wir. Jetzt brauchen wir nochmal 15.000, also 5.000 und plus, um die Bank dann aufzubauen. Damit machen wir dann auch zusätzlich nochmal ganz gute Gewinne. Darauf müssen wir aber jetzt ganz kurz warten. Warum sage ich das eigentlich immer warten? Warte viel zu viel, würde ich sagen, in dem Spiel.
Rebellenbedrohung mitteln. Da müssen wir gleich mal kurz gucken, dass wir die doch vielleicht ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Liegt auch mit daran, unter anderem, dass wir die Kaserne gebaut haben. Ach, ich habe das Schiff verpasst. Da ist es doch. Ja, es reicht nicht ganz. Wir brauchen also noch ein Schiff. Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Wenn du das sagst. Das machen wir sofort. Feuerwache. Da haben wir eine. Da ist auch eine. Wo bauen wir sie denn dann hin? Hier ist keine, ne? So. Demos haben begonnen. Die demonstrieren nur gegen Artikel 13. Bauen. Dann bauen wir mal hier eine kleine Baracke. So, damit wir hier ein bisschen die Leute auch von der Straße kriegen. Beziehungsweise die können da ja erst rein, wenn sie eine Bildung haben. Eine gute Tat, Präsidente? Ja, ich immer. Sowieso. Ohne Frage. Gut. Wir sind immer noch nicht weit genug im Fluss, muss ich feststellen. Wir können aber nochmal hier ein paar Schmucklauer nebenbei starten. Vor allem das Lustige ist, dass sobald wir die Bank gebaut haben, wir sowieso imstande sind, mehr Geld zu generieren. Es scheint, als bräuchten sie größere Gefängnisse. Ja, wenn du das sagst. Baue ich aber jetzt gerade nicht. Denn ich warte nach wie vor darauf, dass ich die... Ach, guck mal, dass da Waren drin liegen. Das ist viel zu wenig. So. Die letzten waren alle ein bisschen kleiner gewesen. Wenn das jetzt wieder nur so unter 30.000 wird, dann werde ich auf jeden Fall noch mal ein Transportgebäude bauen. Ja, das ist viel zu wenig. Dann werden wir schnell mal gucken, Transportbüro, dass wir da schneller arbeiten. Das geht halt gar nicht. So. Tropikaner für Militäraktionen warnt, dass es auch hier passieren kann. Vergesst Autos also für alle. Unbenutzte Munition zwei, dann nehme ich das wieder raus, weil das wir nicht haben. Wir könnten jetzt einen Kredit aufnehmen. Damit würden wir das Level dann auch beenden können eigentlich. Wenn wir die Sternsanleihen dann erforschen. Aber wir machen das ohne Kredit. Gut, Militär können wir noch schnell ändern unter der Verfassung. Militär, Berufssoldat, let's go. Und dann Änderung annehmen. Angriff! Gut, das wäre erledigt. Die anderen könnte ich eigentlich abbrechen, weil läuft eh nicht. Was wollt ihr eigentlich haben? Importhandel mit den Alliierten? Ja, nee, geh weg. Schiff komm, viel Geld. Geht doch. Bauen. Eine Bank, haben wir gesagt, brauchen wir. Da ist sie. So. Jetzt geht's los mit dem Geld. Weil die wird auf jeden Fall gebaut. Dauert natürlich, bis die Arbeiter dort sind. Aber da sind sie. Denn die Bank generiert grundsätzlich Geld. Das ist für uns wichtig. Damit jetzt nicht, wir haben keine Leute, die da arbeiten können. Das könnte gut sein, weil wir keine Uni haben. Oh, das wäre jetzt ärgerlich. Oh, ich habe die Uni vergessen zu bauen. Dass die Ausübung von Rebellion nee, da war sie ohne nicht. Spiellizenz die war dann illegal dort. Ist. Wären 18.000, die haben wir nicht. Präsident, diese Bank auf der Sicht. Ja, das kriegen wir hin. Dann machen wir das mal erst. Gebäude besuchen, die Bank und hier stellen wir jetzt einen Ausländer ein. So. Die kommen dann gleich hier an. Solange wir noch keine eigenen haben, die einen Universitätsabschluss haben, weil wir keine Uni haben.
Habe ich aber auch wirklich vergessen, die Uni zu bauen. Schade eigentlich. Oh doch, wir haben zwei eigene drin. Hey, wer hat von uns eine Uni-Abschluss? So. Dann könnten wir eigentlich jetzt langsam den nächsten Punkt angehen. Erbrachte Zinsen. Zinsen kriegen wir nur dann, wenn wir Geld auf dem Konto haben. Das heißt, wir müssen im Plus bleiben, definitiv. Sonst kriegen wir keine Zinsen. Deswegen baue ich auch die zwei Meine Gefängnisse Gemeinde noch nicht, wurde die wir mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Arbeitsmarktpolitik erforschen. Das können wir machen. Das haben wir sogar. Was war denn das andere? Das habe ich gerade nicht gelesen. Glückliche Kindheit. Nee, das war unter der Verfassung. Dann unter Glauben. Nee. Wahlrecht, nee, Militär nicht. Da, Arbeitsrecht, da, glückliche Kindheit. Natürlich. Eine gute Tat, Prinz. Danke, danke. So, die Zinsen laufen weiter. Machen sich ganz gut aktuell. Dann werde ich hier schon mal das nächste Gefängnis doch in Auftrag geben. Ich möchte auch das Ganze zu Ende bringen. Eins, zwei. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass wir auch gar keine Straßen brauchen. Denn es ist ja auch so angeschlossen. So. Wieso komme ich da nicht dran? Jetzt aber, oder? Ja. Gut, Knick in der Optik, passt. So, jetzt dürfen wir eigentlich keine Zinsen mehr generieren, weil unser Kontostand im Minus ist. Ja, habe ich das dann richtig vermutet. Alles klar. So, die Gefängnisse bringen uns gleich auf jeden Fall auch nochmal Geld rein. Deswegen ist das erstmal nicht so schlimm. So, wir sind wieder im Plus und schon haben wir Zinsen bekommen. Müsste ich mal nachgucken, woran das genau liegt. Scheinbar haben wir auch durch irgendwie ein Schiff gerade Zinsen bekommen. Aber Kontostand im Plus, das ist wichtig und ich werde jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben, da ich gleich noch ein paar Gebäude bauen muss, bevor das dann sich dem Ende neigt. Hier können wir mal ganz kurz reingucken und zwar unter berechtigte Wähler. Wir haben unglaublich viele, die unentschlossen sind. Ja, die wissen absolut nicht, was sie machen sollen. Und ja, die Ablehnenden, das wollen wir machen, ne? Darf ich kurz durch? Da können wir einfach mal gucken. Sehen wir Gesundheitsversorgung, Sicherheit fehlt ihnen, Spaß fehlt ihnen. Das sind so ein bisschen die Punkte, die sie nicht so mögen. Aber das können wir regeln, indem wir denen nachher Versprechen geben. Nee, da wollen wir jetzt mal gerade nichts forschen. Präsident, erinnern Sie sich besser. Du willst eine Klinik haben, die können wir bauen. Damit hätte man nämlich dann auch den Vorteil, dass die Gesundheitsversorgung wieder ein bisschen besser wird. Die bauen wir einfach mal hier rein. So, nochmal ein großer Frachter mit viel Geld. Was machen denn genau unsere Gefängnisse? Gehen auch weiter, jetzt haben wir drei Stück. Dann können wir hier in der Questreihe auch weitergehen. Verlangen nach Wahlen. Ja, dürfen sie machen. Und zwar, ich habe das Problem der Gesundheit mit Spaßes erkannt. Ich lobe natürlich die Kommunisten. Keine Supermacht ist schuld. Und ich gebe das Versprechen, dass der Spaß besser Meine wird. Freunde, ihr seid die Auserwählten, für die keine Entbehrung untragbar ist. Wahre Bürger Tropicus, eure Leiden sollen belohnt werden. Ist mein Volk gelangweilt? Lasst euch von Präsidente unterhalten. Nichts macht mehr Freude. Lasst Präsidente eure Freude sein. Ihr könnt das Leben nicht genießen. Lasst Präsidente es für euch genießen. Unsere Anstrengungen werden... Ich habe gehört, dass der Spaß in Tropico zu kurz kommt. Nun, ja. Bald schon wird Tropico doppelt so unterhaltsam sein und gleichzeitig halb so langweilig. Das bedeutet das Vierfache an Spaß für alle. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
Ich bin stolz, Tropicos Presidente zu sein. Viva Tropico! Ja. So, das kriegen wir hin. Das sollte im Moment dann auch fertig gebaut werden. Geld ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr das Problem. Wir Was würden Sie zu ein paar zusätzlichen Kriminellen sagen, Press, jetzt, da Sie für Recht und Ordnung... Nehmen wir an. Dann können wir nämlich hieraus zusätzlich nochmal Geld generieren, indem wir jetzt hier die Strafkolonie erlassen. Ja. Und damit dürfen unsere Gefangenen arbeiten. Das bringt Geld. So. Was fehlt uns hier? Drache-Sicherheit ist niedrig, Luxusvilla. Irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Egal. Luxusvilla, 3 Stück. 1, 2, 3. Und dann können wir da vorne noch eine Baracke hinbauen und spätestens dann sollte es doch erledigt sein. So, die Wahlen werden wir gewinnen, die werden wir auch bescheißen. Dann können wir nämlich übrigens hier Infofenster, Sicherheit. Wo haben wir das denn? Da. Sicherheit sollte dann halt so, wenn möglich, im roten Bereich gebaut werden. Und ich hoffe mal, dass diese eine Baracke dann jetzt zumindest gefährlich genug ist. Aber irgendwie steigt unsere Sicherheit. Ja, wir haben nicht genug Unterstützung, das weiß ich. Muss man hier mal kurz gucken. Was ist denn da los? Warum sind die Baracken alle sicher? Wobei Sicherheitswert zwischen 0 und 30 liegen muss. Luxusvilla haben wir auch erst eine drin. Mal gucken, ob die anderen zwei da wenigstens reinkommen. Das ist alles zu sicher hier. Moment mal. Wo können wir denn dann... Ich mach mal eine Übersicht über der Karte. Sicherheit. Wollen wir denn sonst noch rote Bereiche, dass wir da was wollen? Das sieht hier alles mir viel zu sicher aus. Ich habe aber auch nichts mehr, was rot ist, ne? Oh, doch, da. Nun zu einer Botschaft von El Presidente. Kauft Kriegsanleihen. Sie helfen uns, den Krieg zu gewinnen. Und ihr könnt tolle Preise abgreifen. Hi, Press. Junge, fühle ich mich heute gut. Die Kurse sind über Nacht stark gestiegen. Ich liebe es, reicher aufzuwachen. So. Wir müssen hier oben bauen. Warum ist es denn da so unsicher? Und vor allem sag mir mal. Nochmal Sicherheit. Die Berichte über Vandalismus. Dann in der reißen Stadt wir mal das Gebäude ab. Wir reißen das Gebäude ab. Dann kann man nämlich da eine Luxusvilla hinbauen. Sei unpolitisch und beweise sowieso nichts. Gab der Palast weiterlaufen. So. Dann hätten wir die zwei. Jetzt brauchen wir aber noch mehr. Da kommen erstmal 2 Stück nur rein. Heißt, ich sollte die Ecke vielleicht mal platt machen, das Gebäude weg, und dann kann ich da eine Baracke noch hinbauen, hoffentlich. Direkt dran geht irgendwie nicht. Aber wir lassen es mal schnell fertig bauen, dann gucken wir mal, ob dann noch was fehlt. Ich bin mir sicher, dass die gut... Ein bisschen Beschiss muss sein. Es fehlt immer noch Baracken mit Sicherheitswert zu niedrig. Was ist denn da los? Ist der hier besser geworden? Ernsthaft? Ah, jetzt habe ich die Hütten abgerissen und schon ist das hier sicherer, oder was? Okay, es ist abgeschlossen. Gott sei Dank. Das Geld ist gewaschen und in viel... All diese Arbeit hatte ein einziges... Das Gefängnis. Nehmen wir hier oben das mit Ändern auf... Strafarbeit. Ich glaube, das muss man allen drei machen. Strafarbeit. Der Sieg gehört euch, Präsidente. Danke. Gewusst, wie man bescheißt. So. Präsidente, ich weiß, dass ihr immer eure Ja, da kümmere ich mich aber nicht drum. Kanal Uno freut sich zu berichten, dass Präsidente den Wobei, das können wir nebenbei ein bisschen machen. Viva el Presidente! Ein klarer Sieg in einer durch und durch legitimen Wahl. So, wo bauen wir das denn hin? Einmal. Zweimal. Wenn wir davon ein paar Sachen bauen, dann geht das auch automatisch wieder hoch, ganz klar. Da bauen wir noch eins hin.
bringt ja auch zusätzlich nochmal ein bisschen Geld. Je glücklicher meine Einwohner sind, desto besser ist es auch von der Arbeitsmoral der Leute her. Das habe ich mir zumindest sagen lassen. Und dadurch generieren wir mehr Geld. Häftlingseinkommen müssen wir auf 10.000 kommen. Das wird schon funktionieren. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schwarzgeld. Käse exportieren. Ja, komm, bauen wir das mal. Gibt Geld. Dann brauchen wir hier eine Molkerei. Erstmal eine Farm mit Ziegenkäse. Mit Ziegenmilch. So, und dann brauchen wir hier unter der Industrie noch schnell die Molkerei. Und die kommt dorthin. Dann können wir uns auch um die Waffenfabrik jetzt kümmern. Zack. Die bauen wir direkt daneben. Und damit das Ganze funktioniert, wie ich das gerne hätte, bauen wir hier auch nochmal ein weiteres Transportlager. Ja, wir müssen die Bank bauen. Das ist ein bisschen doof. Die war aber, glaube ich, jetzt... Ja, genau. 15.000 kostet die. So, das Häftlingseinkommen steigt auf jeden Fall ganz schnell. Wir sollen noch das Verhörzimmer. Habe ich das nicht gemacht? Ah, ne. Jetzt haben wir's. Keine Panik, Präsidente. Nehmen wir an. Dann bauen wir noch eine Kaserne. So, die bauen wir natürlich hier oben hin, wo sowieso schon Ärger ist. Bauen wir da hin. Dann brauchen wir noch zwei Polizeiwachen, damit wir die Sicherheit hier wieder ein bisschen steigern. Aber dafür müssen wir kurz auf das Schiff warten. Da kommt auch schon wieder eins. Und damit sind wir im Plus. Bauen. Polizeiwache, da wäre eine. So, damit können wir hier unten dieses gesamte Unsicherheitsgedünse eigentlich loswerden, wenn wir die richtig bauen. Naja, passt aber nicht dahin, deswegen bleibt es unsicher. Da passt auch keine hin. Das ist mehr oder weniger egal. Guck mal, da ist auch so ein Kriegsgebiet. Also scheinbar irgendwie immer da, wo Häuser stehen, ist es gefährlich. So, eine haben wir noch in Auftrag. Und die andere, ja, da passt keine hin. Bauen wir einfach mal dahin, wenn das irgendwie passt. Weil im Grunde ist es mir egal, wo sie steht. Das bin ich ehrlich. Da, so. Jetzt bauen wir auf jeden Fall die Polizeiwache. Ich habe die Wahlen mit 67% gewonnen. Ja. Dafür, dass mich keiner mochte. So, von den Häftlings haben wir ein Viertel. Die Waffenexporte müssten dann auch bald anlaufen, wenn die Gebäude hier alle gebaut sind. Wir haben halt sehr viele Baustellen aktuell. Wo ist das nächste Schiff? Müsste doch gerade kommen bei 10.000 minus. Ja, da ist es schon. Und dann werde ich wohl die Polizeiwachen beschleunigen. Wobei, der Park ist da. Unsere Zufriedenheit ist wieder ein bisschen gestiegen. Wir müssen auf 41 kommen. 26 haben wir erst. Denkt daran, Tropico könnte jederzeit angegriffen werden. Haltet euer Überlebenspäckchen griffbereit. Atmet in eine Papiertüte, falls Panik einsetzt. So, Häftlinge 25. Das sollte jetzt durch die Anzahl der Polizeiwachen auch recht schnell steigen. So, die Zufriedenheit merkt man kontinuierlich nach oben. Wir hatten bei der Unterhaltung ja auch noch Zirkus und sowas freigeschaltet. Dann bauen wir da nochmal einen Zirkus hin. Hier können wir auch nochmal einen nebenbauen, würde ich sagen. Das machen wir mit einer Straße. Ich weiß gar nicht, ob wir die, wo wir die überhaupt genau brauchen. Das werde ich vielleicht auch mal in einem freien Spiel ausprobieren. Und wo natürlich auch sehr wenig Spaß ist, das ist hier oben. Da könnte man nämlich dann nichts bauen. Doch, ein Restaurant könnten wir da noch hinbauen. So. Das läuft alles. Ah, wisst ihr was? Wir machen hier mal kurz einen Import von den Alliierten. Das machen wir so rum. Dann können wir nämlich schneller nachgucken. Wir importieren einfach mal hier. Oh, nicht genug Geld. Das ist halt schlecht. Okay, wir brauchen Geld. Da kommt das Geld. So,
So, dann haben wir wieder welches Handel und dann können wir jetzt hier gleich einmal unterschreiben. Passt, damit wir das auch abschließen. Das läuft weiter, das steigt weiter, Häftlinge steigen auch. Dann die Handelsroute läuft, die Bank können wir uns nicht leisten, Kaserne ist im Bau. Angriff ist die beste. Gut aus. Zack. Bisschen Zustimmung einholen. Hier können wir nochmal ein paar Überfälle starten nebenbei. So. Ja, Waffen werden jetzt auch hergestellt. Wir haben ja auch alle Materialien dafür. Wenn man sieht, wie viele Waffen wir schon da liegen haben, kann ich damit zufrieden sein. Spaß, wie gesagt, steigt weiter fleißig an. So, das mit den Häftlingen müssen wir trotzdem noch auf die Reihe kriegen. Da wäre es von großem Vorteil, wenn das jetzt auch mal langsam der Fall wäre, dass da mal ein paar eingebuchtet werden. Jetzt ist die Frage, ob ich das nicht sogar noch beschleunigen kann. Weil ich kann bestimmten Leuten sagen, hey, nimm die mal fest. Aber irgendwie, mein Volk ist zu nett. Es gibt hier keine Verbrecher, so wie das aussieht. So, im Zollamt arbeitet keiner. Wir gucken mal ganz kurz nach, was ist denn hier mit denen nicht richtig? Starke Kapitalisten haben wir so viele. Okay, alles klar. Wieso lehnen die mich alle ab? Was stimmt nicht mit euch? Oh, hauen sie ab, ist immer nett. Kommunismus stark. Ich muss also mehr für den Kommunismus tun. Sind die alle so eingestellt? Ja. Das geht ja jetzt mal nicht so. Kapitalist. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass sie alle mal ein bisschen glücklicher werden. Starke Kapitalisten. Müsste den echt mal mehr helfen, glaube ich. Zufriedenheit ist an für sich ja, außer mit der Gesundheitsversorgung, doch recht gut. Oh, wir haben nochmal zwei neue Gefangene. Sehr schön. Auf jeden Fall, Häftlingseinkommen haben wir gleich erreicht. Und dann werde ich mich mal darum kümmern, dass ich hier von denen mal mehr Aufträge erledige. Käse müsste theoretisch... Die Molkerei haben wir doch hier. Ach, ich habe die Zeit schon wieder angehalten. Regionaler Konsum gestattet. Käse haben wir. Zumindest schon mal hier. Da wird auch gerade was abgeholt. Da fährt nämlich das Auto. Aber es könnte mehr sein. Das bedeutet, ich baue nochmal ein weiteres Transportbüro. So, Waffen haben wir auf jeden Fall gleich alles exportiert, was wir brauchen. Und wenn man sieht, dass die Spaßzufriedenheit das Ziel dann langsam erreicht, kann ich damit auch sehr zufrieden sein. Trotzdem ist es vom Geld her noch ein bisschen ein Problem. Rebellenbedrohung ist gesunken, wir kriegen also immer mehr unter Kontrolle. 23 Häftlinge, mach mal fertig. Sie sind wirklich die Humanität in Person, Press. Sie. Danke. So, damit haben wir noch mal ein bisschen Schwarzgeld. Haben wir auch. Oh, guck euch das mal an. Die wollen alle was von mir. Ich bin der Bro. Ich habe gesehen, dass schön, diese Dinge. Präsident, ein Vöglein hat mir etwas gezwitschert. Es was? Sagt, nein. Präsident, ihr wisst, wie sehr. Ein Kabarett bauen. Also, das haben wir unter dem hier. Ja, brauchen wir Geld für. Okay. Gut gemacht. Handelsbuch ist abgeschlossen. Besten gibt Dank. Dann. Eines. Laufpause. Haben wir vielleicht. Ne, wir haben Kraftwerk gekriegt. Schade, ich habe gehofft, dass wir das Kabarett kriegen. Waffen, wie gesagt, ist gleich durch. Die Bank, das ist ein Problem. Wir bauen jetzt erstmal schnell das Kabarett. So, zack, zack. Und dann kommt das hier von der Polizeistation, würde ich sagen. Wir würden die nächsten Wahlen nicht schaffen. Ich habe das zu sehr vernachlässigt, die Unterstützung meiner Bevölkerung zu bekommen. Deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen zu beeilen, die Mission zu beenden. Kanal Uno! Mehr als nur El Presidentes Lieblingssender! Wir Cousin Picayunimo dankt Ihnen, der Präsident. Mein Cousin Picayunimo ist ein freiberuflicher Vertriebsexperte. Im Austausch für Rum hat er mir geholfen, den Schwindel des großen Enchiladas vorzubereiten. Das andere Bürger. Verbrecherboss, so dann suche ich mir einen, der gerade nicht im Knast sitzt, ist zu Hause. Das ist viel wichtiger, die wir vorschlagen.
ist erledigt. Gut. Sicher. Dann, neuer Auftrag. Ich bin ziemlich gierig, Präsidente. Du brauchst 17.500. Das kriegen wir zusammen, wenn wir den Käse zusammen haben. Deswegen habe ich eben schon mal geguckt, wie viel Geld wir auf dem schwarzen Konto haben. Da wird es also sinnvoll, dass wir ein bisschen mehr Geld reinkriegen. Hier ist Leistung. Der Käse muss weg. Wir scheffeln Geld, Präsidente. Ich hätte schon vor... Ist eigentlich egal, mit wem wir Waffentransporte starten. So, noch ein Punkt mit der Spaßzufriedenheit. Dann haben wir zumindest schon mal unser Ziel erreicht, was wir dem Volk versprochen haben. So, wo ist denn... Haben wir schon mal Käse hier drin? Natürlich nicht. Toll, kein Käse. Bring mal Käse rein hier. Was soll denn das? Waffen sind drin. Da ist Käse. So, sollte also mit dem nächsten Frachter dann erledigt werden. Da kommt er auch schon. Wenn er alles mitnimmt, dann wunderbar. Gut, da haben wir es zusammen. Dann können wir nochmal hier weiter. Fertig? Ja, fertig. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Ach, immer noch Geld. Präsident. Was habe ich denn da angeklickt? Moment. Nee, eigentlich nicht. Importhandel mit Achsenmächten erfüllen. Ja, das ist aber. Dann machen wir mal. Importhandel mit Achsenmächten. Welche sind das schon wieder hier, ne? Da, gucken wir mal ganz kurz. Was haben sie mir denn zu verkaufen? Kakao. Nehmen wir mal 800 Kakao. Habe ich die nicht angenommen etwa? Aufgaben. Ah, jetzt hier. Annehmen. Jetzt. Okay. Die Bank können wir uns theoretisch jetzt auch leisten. Dann wollen wir mal noch eine Bank bauen. Ich muss versuchen, jetzt nebenbei doch unser Ansehen wieder ein bisschen zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall jetzt hier eins der letzten Sachen, die wir brauchen. Wir können noch mal ganz kurz in der Forschung sein und da ist die Möglichkeit irgendwie was mit Arbeit machen? Nee. Baugenehmigung, das sollten wir noch erforschen. Ach, hat also direkt wurscht. Und jetzt Verordnung erlassen, Baugenehmigung. Wo ist es denn? Die Verantwortung. Danke. Und damit können wir nämlich jetzt sagen, wenn wir Gebäude bauen, dass wir... Sag schnell. Was bauen wir denn überhaupt? Ich würde sagen, wir bauen nochmal hier so ein, zwei Kirchen oder sowas. Sollen ja alle gläubig sein. Da passt eine hin. Weil wir kriegen jetzt Geld dafür, wenn wir so ein Gebäude bauen. Was uns dann hier gut geschrieben wird. Die Stimme Tropikos mahnt alle Bürger Tropikos zur Wachsamkeit. Da. Esst wenig und kauft Kriegs. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das Zehnfache zurückzahlen. Magie, alles klar. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Wir nehmen diesmal Geld. Wir brauchen nämlich keine Gebäude mehr. Wie sieht's aus? Wir haben genug. Dann werden wir jetzt mal. Ich sollte mein Geld jeden. Bravo, Präsident. Und wir sollen ihn einsperren. Das geht wieder hierüber. Wir suchen die Bevölkerung, besondere Bürger, den Boss anklicken und festnehmen. So, dann muss das eigentlich nur noch durch. Was sollen wir mal machen? Euch zuliebe, damit ihr aber was seht hiervon. Wir klicken nochmal den Boss an. Schönes Wetter. Und klicken mal auf Folgen. Guck mal, was der so macht. Ja, jetzt wäre es schön, wenn ich einen Polizisten hätte. Als Neid der Besitzlosen abgetan. Ist da hinten einer? Nee. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Das sind Leute, das sind keine Polizisten. Wo geht denn der überhaupt hin?
Der hat sogar... Ach, der ist schon festgenommen. Der geht nur noch zum Gefängnis. Okay, alles klar. Gehen Sie direkt ins Gefängnis, gehen Sie nicht über los und ziehen Sie keine 2000 Dollar ein. Ja, der Polizist ist direkt vor ihm. Das ist eine Polizistin, der hat sich von einer Frau festnehmen lassen. Ist das richtig? Ja. Das sind Möpse. Das ist eine Frau. Der größte, schwerste Verbrecherboss hat sich von einer Frau festnehmen lassen. Nicht, dass Frauen nicht stark werden sollen, ne? Das meine ich damit gar nicht, aber sie ist alleine. Yeah. Und er fährt auch in seinem eigenen Paddelboot. Ey, wenn wir in der echten Welt solche Verbrecher hätten. Sie sind jetzt festgenommen. Fahren Sie bitte mit Ihrem eigenen Ruderboot zum nächstliegenden Gefängnis. Ihr Lauf. So sieht man wenigstens mal was von der Stadt. Guck mal, wie schön die Straßen hier gebaut haben. Fahren nur Lieferwagen rum. So alte Hütten, Klamotten hängen draußen. So das Signal, so ey, guck mal, ich hab dein Höschen an, komm rein. So, zu welchem Gefängnis lauft ihr denn? Bestimmt zu dem, was am weitesten weg ist, wa? So, dann sehen wir auf jeden Fall genug von der Karte, würde ich sagen. Also in das Gefängnis will er nicht. Hat er jetzt auch noch das Recht, sich das auszusuchen? In welches? Scheint so. Und damit ist der Enchilada-Fall beendet. Übergeben Sie ihn. Sein Leben wird sich unter meiner Aufsicht nicht verbessern. Gut, damit haben wir dann auch das zweite Kapitel erneut geschafft und das schwer. Diese Folge werdet ihr bekommen. Wie gesagt, ich habe die Einstellung richtig vorgenommen. Tut mir auch leid, dass ich euch nicht den ersten Anlauf zeigen konnte. Der lief auch ein bisschen besser, muss ich sagen, als der zweite. Ich war hier einfach so voreilig gewesen. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, euer Joseko.